Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Polybridge. So wie ihr seht, ich bin ja schon im Level mit Augenmaß. Denn, ja, ich habe mal wieder vergessen, ein bisschen aufzunehmen. Ist mir aber zumindest noch währenddessen aufgefallen. Hab aber auch schon ein bisschen was ausprobiert bei dem Level. Weil sicher haben wir, wie ihr seht, ja, ein paar Checkpoints, die wir einsammeln müssen. Mit Hydraulik und so. Das heißt, in Sicht fahren wir ja quasi, wenn wir da reinfahren, fliegt das Flugzeug los. Wenn wir da reinfahren, fährt das Schiff los. Und hinten drehen wir da mal um. So, ich hatte es ja ausprobiert, wo ich das jetzt nicht aufgenommen habe, dass ich einfach eine gerade Strecke baue und das hoch runterfahren mit einer Hydraulik. Also es hat gut funktioniert im Sinne von, dass er runterfährt, aber ich habe es ja nicht hinkriegt, dass er bis nach ganz oben wieder fährt, die Hydraulikbrücke. Deswegen war das meine Plan, die ich jetzt hatte, wo es mir aufgefallen ist, dass ich nicht aufnehme, dass ich hier unten ist eine Straße hinbaue. Mal kurz, warte mal kurz, so dass es hier alles passt. So. Weil das Schiff und das Flugzeug, ich fahre erstmal nicht. Dass ich jetzt quasi hier eine Straße im Bau. Weil ich die schräg haben, ne? Warte mal, dann müssen wir das anders machen. Und die dann quasi, den ich den raufspringen lasse, ich hoffe, irgendwie gucken, dass die Brücke stabil bleibt und die dann einfach nach oben fahre. Also nach ganz oben mit der Hydraulik irgendwie. Ich weiß nur nicht, ob ich es überhaupt hinkriege, dass sie jetzt so stabil ist. Weil ich müsste die ganze Brücke irgendwie nach oben fahren nachher. Und die muss ja so stabil sein, dass sie den Sprung aushält. Obwohl, muss sie eigentlich gar nicht, ne? Eigentlich kann ich den ja auch weiterfahren lassen. Ah, ne, jetzt ist die Brücke nachher im Weg. Ich muss den ja nach oben fahren. Das wird eh schon hier nicht hinhauen. Das ist ja schon eine Katastrophe, das sehe ich jetzt schon kommen. Okay, erstmal mit Stahl ausbekleiden nehme. Das ist auf jeden Fall schon mal besser als wie ohne Stahl. Dann mache ich aber wieder manuell und dann mache ich hier wieder mein Dreieck-Ding. Das ist mir zu schräg. Das Problem ist, bei der Brücke vorher hatte ich ja ist nach unten gefahren und dann habe ich das Problem, wenn ich nach oben fahren will, ja, die Hydraulik, die nach unten fährt, ist ja auch noch dran. Das heißt, reißt dann ja logischerweise ab, da ich ja nicht nach oben fahren kann. Da habe ich überlegt, wie mache ich das jetzt? Und keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, ich mache das einfach komplett anders. So. Brauchen wir noch das hier im Fundament und dann hätte die Hydraulik, die das Ding nach oben fahren würde. Deswegen brauche ich eine ganz schön lange Hydraulik. Das heißt, eigentlich müsste ich, glaube ich, das von hinten aus irgendwie machen. Und dann auch irgendwie so zwei Hydraulik irgendwie aneinander klatschen wieder, oder nicht? Warte, ich darf vielleicht auch Hydraulik benutzen, nicht Stahldinger hier. Warte mal. So, so. Festige dich hier mit einem Seil. Und dann bricht die jetzt einfach ein. Oh nein, die Brücke vorne bricht einfach schon ein. Hä? Es hat davor. Gut, vorher ich meine Verbindung hier rüber. Einfach sagen, es hat davor auch gehalten hier. Aber es war mir eigentlich klar, dass das neben dem hält. Das hätte mir eigentlich klar sein können. Aber an sich kann ich ja auch einfach. Ich denke, die Hydraulik muss ja die ganze Brücke nach oben drücken, ne? Ich kann. Oh, warte mal. Ich kann erstmal sagen. Hier ist irgendwie ein Seil dran. Erstmal gucken, ob das hält. Und dann kann ich nachher ja einfach sagen, das löst sich ab. Wenn die Brücke nach oben fahren soll. Okay, jetzt bricht alles ein. Das war ja auf jeden Fall ein bisschen Genius Move. Ich kann ja keine Dings mehr machen. Können wir sagen, ich mache das Seil daran. Oh, das Problem ist aber nachher, da reißt das Flugzeug das Seil ab. Das Seil muss, wenn sie das Seil löst, muss das Seil so weit rüberfliegen. Dass das hier unten irgendwie rumschwingt. Das heißt, die Brücke immer noch einbinden. Ja. Wir müssen die Seite hier komplett stabil bauen. Ich habe eigentlich noch genug Geld von der Tür. Wenn man angenommen, was würde so funktionieren, dass der hier ein bisschen ganz oben fährt. Ich glaube auch nicht, dass das hier hinten halten wird, davon abgesehen. Aber wenn angenommen, was würde funktionieren, hätte ich ja noch genug Geld übrig. Weil einfach nur, wir haben zu sehen, ob es funktioniert, wie ich mir das vorstelle, weil ich aber erstmal hier einfach wieder ein bisschen Geld verschwenderisch. Das ist noch Fundament hin. Das heißt halt immer noch ein, logischerweise. Hm. Scheint mir das irgendwie auszugleichen, den Impact. Aber das werde ich nie in dem schaffen, auszugleichen, den Impact. Der ist einfach viel zu hoch. Jetzt bräuchte man sowas wie Federn. Egal, wie viele Seile ich hier ranklatsche, das wird irgendwie immer durchknacken, auf jeden Fall.
Ich könnte aber das Prinzip, was ich jetzt gerade mit dem Seil hier gemacht habe, einfach mit einem Fundament auf der Seite machen. Erstmal gucken, wie gesagt, immer, ich sag geldmäßig, erstmal gerade egal gerade. Weil ich könnte ja einfach sagen, das löst sich ab und fertig, wenn ich die Brücke nach oben fahre. Das ist ja nur dafür da, damit er den Impact jetzt hier aushält. Man tut halt immer auch nicht. Bursche, das ist alles schwierig hier. Das wird er wahrscheinlich auch nie aushalten. Ist aber too much. Too much. Tja. Tja, tja, man kann ja auch nicht, die Brücke nach unten. Also ich könnte natürlich sagen, ich baue die nach unten. Aber ich muss von da oben noch irgendwann wieder runterkommen. Also ist ganz gut, da müsste ich auf der Seite auch Hydraulik alles machen, aber ganz ehrlich, das wird nachher eh wieder nichts denn. Wenn ich auf beiden Seiten komplett Hydraulikbrücken mache, die nach oben nach unten fahren. Das wird glaube ich nichts. Ja, wo eigentlich müsste ich nur eine Seite dann wieder kopieren und einfügen auf die andere Seite, ne? Theoretisch gesehen. Wer wird halt erst mal sehen, ob das hier überhaupt klappt? Sie müsste ich überhaupt mal darüber kommen. Ich baue jetzt erstmal eine Straße hier rüber, einfach mal sehen, ob die rechte Seite überhaupt klappt. Man kann erstmal so machen. Wie hält das da aus? Und dann lasse ich die ganze Brücke einfach abfallen. Würde mich ja sehen, wenn ich einfach die Brücke ablöse, kommt das einfach ein Stück einfach runterfällt. Ob das als zerstörend zählt vom Spiel aus. Weil sonst kann ich einfach sagen, die ganze Brücke löst sie einfach daher. Mann, sein erstes, wenn du zusammenbrichst. Selbst das bricht. Oh, da ist keine Stütze mehr dran, ne? Ja, okay, dann baue ich die Brücke halt komplett rüber. Hier, leg mich doch, ey. Oder hält ja auch nie im Leben. Wäre einfach nur wissen, ob das hier überhaupt funktionieren würde, dass er den da oben aus wäre, komplett. Ich glaube nämlich, dass das Seil hier aber reißen würde und alles. Da bräuchte ich dann neben noch ein Fundament, was er das Ding auch nochmal abstützt oder so. Macht ja gar keinen Sinn. Das Ding fährt ja aus. Vor allem, wenn sie beide gerade noch einfahren, ne? Was mache ich hier für eine Kacke? Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal rüberkommen, oder? Oder auch nicht. Okay. Lass mich hier rüber, Mann. Ach komm, ey, leg mich doch alles abreißen. Einfach alles abreißen. Ich glaube, ich muss doch dazu. Ich muss irgendwie. Das wird doch nicht mit dem klappen, Alter. Ich hasse Hydraulik einfach. Ich versuche es jetzt einfach trotzdem zu bauen. So, wir sind jetzt da. So, wir sind in der Mitte der Dings. Das heißt, nachher fahre ich. Deswegen ist jetzt nicht, dass ich nach oben fahre, dann bin ich hierher schon. Überschneiden sich die Dinger wieder, ne? Egal. So. Mir ist das auch ganz ehrlich, das Geld ist mir mittlerweile auch egal. Ich bin schon so lange an dem Level dran, ich will es einfach nur schaffen. Weil quasi die Folge, die ich nicht aufgenommen habe, die ging auch schon 20 Minuten. So, die Brücke hält so. Da haben wir unten gleich Hydraulik, dass das Ding da oben fährt. Wie auch die ganze Brücke halten muss erstmal. Das sollte am besten, glaube ich, gerade sein für den Anfang. Und dann Seil ran. Ich glaube, das Seil wird nachher verreißen, aber egal. Hey, bitte. Mann. Okay, warte mal. Okay, rückgängig. Mach ich dich zuerst groß. Mein Gott, ey. Hält das soweit? Das hält soweit. Schon, der fährt dann ja schon nach oben. Das muss ich mir ausstellen. Der darf dann irgendwie noch. Ach doch. Nee, der darf er nicht.
Das fährt ja ihr Flugzeug. Der muss ja von da aus nach hinten durchfahren. Aber es hält, so, hält schon mal, ne? Einmal, ich kann trotzdem schon mal ausprobieren, ob das funktioniert. Das funktioniert ja 1A von jetzt genau in der Mitte danach, ne? Ich denke, ich muss ja nach ganz oben kommen. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber mir fällt gerade mal auf. Wenn ich aber jetzt eine Gerade in der Mitte. Ah, ne, scheiße, knallt er dagegen. Weil ich könnte ja, ich hätte sonst aber gesagt, wenn ich einfach ein Stück Straße habe, was da unter ist, dann kann ich den von da aus ja hochheben, aber macht ja gar keinen Sinn. Weil wenn ich da jetzt eine Straße hinbaue, dann knallt er ja da einfach dagegen mit dem Auto. Aber von der Theorie her klappt das schon mal. Ich muss halt nur noch viel, viel weiter ausfahren. Ich bin jetzt wirklich gerade in der Mitte, ich muss doppelte Höhe schaffen. Wie auch immer ich das anstellen will. Ich könnte gucken, obwohl ich das wahrscheinlich nie im Leben schaffe. Als ich ja genau da eine Hydraulik also jetzt quasi das irgendwie schaffe. Aber dann, keine Ahnung, der wäre jetzt da. Da ist jetzt der Punkt von der Brücke nachher. Und deswegen nicht abweisen. Dass ich da jetzt quasi Hydraulik hinbaue. So gesehen. Den da anschließt, die Hydraulik ablöst. Und das dann hochziehe. Theoretisch gesehen. Aber ich glaube, ich werde neben dem schaffen, genau diesen Punkt zu treffen. Weil die Brücke ist ja bestimmt auch nicht 100% gerade gleich. Aber ich probiere es trotzdem einfach mal aus. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das überhaupt festmachen will. Das ist eher noch das Ding. Wie will ich das von hier oben aus festmachen? Ja, meint, wenn mir Geld egal ist, kann ich aber ein fettes Gerüst bauen. Da kann ich aber auch an sich die ganze Brücke aber hoch und da fahren, wenn ich will. Ich muss den jetzt doppelt so weit ausfahren. Wollen wir erstmal gucken, wenn ich jetzt überhaupt Copy-Paste mache, wie ist das überschneidet sich ja eigentlich in der Mitte. Ob das dann von der Theorie her eigentlich überhaupt passen würde. Da muss ein Verbindungspunkt rein. Boah. Ja, da müsste ich halt nur nach ganz oben fahren irgendwie, ne? Hätte ich nicht einfach noch weiter ausfahren lassen, die dummen Hydraulik-Dinger. Das war mal richtig in die Hydraulik rein, auch von der Theorie her. Das würde nicht funktionieren. Ich kann nur maximal das Stück hochfahren lassen, ne? Weil sonst die Hydraulik mit abreißt, die hier drin ist. Oh ne, doch nicht, jetzt hält er sogar. Aber der ist halt. Also, davon abgesehen, dass er abgerissen ist, ist der halt erstmal viel zu steil. Aber warte mal, vielleicht, dass das nicht ganz so steil macht. Okay, man bricht auch die Seite hier hinten da nicht ab. Achso, deswegen. Weil ich kann dir doch erstmal sagen, der fährt nicht aus. Wenn ich den hier auf ein Stück längere Straße ranbatsch, was da noch dran hängt. Also von der Tür sieht das ja nicht schlecht aus, was das ist. Muss ich nur kurz sagen, dass du auch 2 bist. Dann sage ich mal kurz, du fährst auf, weil der fährt ja auf A2. Da macht der hier erstmal gar nichts. Da sind die gerade. Ja, scheiß drauf. Auch wenn es gerade komisch aussieht, es hält ja. Okay, halt mal. Ich kann ja noch mal kurz gucken. Ah, ne. Ich kann nicht gucken. Okay, warte mal. So von der Theorie, das ist so weit. Das wäre da. Kommt das Flugzeug. Also ich muss ja dann auch, wenn das Flugzeug kommt, erstmal gar nichts passieren. Beziehungsweise kann dann der so bleiben, der kann nach oben fahren. Und dann kriegen wir den vielleicht sogar gleich instant mit, ne? Von der Theorie her. Also, manchmal müssen wir eh noch irgendwie zurückkommen, aber. So. Flugzeug kommt. Hä, hey, hab ich gerade gesagt, der soll nicht ausfahren beim zweiten Mal? Alter, unten fährt er noch aus, ich find's bald. Der darf eigentlich auch nichts passieren. Machen wir mal so. Ja, ich glaube, es ist aber zu schwer jetzt. Ich glaube, wir sollten schon erst rüberfahren und den dann hochfahren lassen.
Das heißt, du machst dann erstmal auch nichts. Dann sind wir hier oben. Dann fährst du aus. Aber ich glaube, dann wäre es wahrscheinlich immer noch zu schwer sein, das Wetter bei eingleichen. Aber ich glaube eher, das, vielleicht ist das Gewicht jetzt einfach zu hoch beim Hochtragen. Denn das, so, wir fahren rüber. Okay, ja, mein klar, wir krachen jetzt voll in das Schiff rein, aber wenn ich jetzt einfach hier sage, wir sind gerade. Beziehungsweise passiert einfach Näherungswasser, so, wir sind oben, das Schiff kommt, da passiert nichts. Der ist jetzt gerade in der Position eigentlich, ne? Das heißt, der macht hier auch nichts, ne? Und dann fährt der einfach runter und dann sind wir durch. Wenn ich mich nicht täusche. Das hat er eben gerade auch gehalten. Das einzige Problem war doch, dass wir da ganz unten gefahren sind. Da bin ich jetzt gerade doof. Was? Okay, warte mal, das muss ich nochmal beobachten. Was ist jetzt hier passiert? Also wir haben doch genau, eben haben wir es auch geschafft, nur dass wir unten waren, das Schiff gekommen ist. Ich habe natürlich die letzte Hydraulik jetzt umgestellt. Oder habe ich gerade irgendwas falsch eingestellt? Wir sind oben. Und dann bricht das Ding einfach durch. Warum bricht der denn auf einmal einfach durch? Weil wir sind oben, A3. Dann passiert das hier. Also gar nichts. Ich glaube, da ist einfach zu viel Gewicht drauf. Dann bricht der einfach weg, kann das sein? Der ist einfach quasi oben und wartet. Und in dem Moment, boom, knappt der einfach ein. Das ist so meine Vermutung. Dass auf der Straße einfach zu viel Gewicht drauf ist. Vielleicht stützen wir die Straße einfach nochmal ein bisschen ab. Also, das jetzt, also ich wüsste sonst nicht, warum es auf einmal einkracht. Man sieht doch jetzt eigentlich so gut aus, man muss das nur halten. Also eigentlich die Brücke, also selbst die Brücke an sich sieht ja eigentlich ganz gut aus, so von der Theorie her. Ja, jetzt hält es, ist einfach nur was für, zu viel Gewicht drauf. Oh. Okay, können wir denn noch gucken, ob das Stück da notwendig ist? Also das ist notwendig. Nee, ist das? Nee. Nicht notwendig, ne? Das Stück können wir, glaube ich, abreißen, was da gerade abgefallen ist. Das war ja immer nur die Straße. An sich haben wir hier die Straße auf der Seite. Da ploppt er. Aber er hält das hier nicht zusammen, ne? Scheiße. Scheiße. Oh, halt, stopp, nee. Die Idee. Die wird nicht funktionieren. Oder aber wie hoch die sind da? Nee, das wird nicht funktionieren. Ich wollte gerade sagen, ich mache einfach das Ding hier lose, dass es hier runterschwabbelt, dass es dann quasi so hängt, aber. Den will ich das so machen, der fällt darauf, dann bricht das aber weg. Wenn ich den, glaube ich, da anschließe, dann hält das, glaube ich, nicht mehr. Wenn ich das quasi einfach sage, ich mache die Verbindung. Doch, warte mal, ich kann es einfach anders machen. Das ist nicht der Verbindungspunkt, sondern das ist unser Verbindungspunkt jetzt. Macht das Sinn? Eigentlich nicht, ne? Da steht denn ja schräg, obwohl eigentlich kann das immer noch funktionieren. Aber ich hätte nur die Straße unten auf jeden Fall schon noch nicht mehr. Da musst du da aber ran fest und dafür da daran nicht fest. Jetzt musst du nur noch halten. Oh, jetzt muss ich naja, also vielleicht aber hoffen, dass das Teil nicht gegen das Flugzeug knallt. Dürfen die Autos sich gegenseitig berühren? Hält das? Scheiße. Der fährt jetzt da oben gegen. Oder fährt er gegen das Auto? Oder? Ich weiß nicht, ob die Teile gegenseitig kollidieren. Wahrscheinlich schon, ne? Nee. Das klappt. Fahr weiter. Ich hoffe mal Schiff. Oh, da kommt er ja neben mir jetzt an. Oh, das schaffst du nur das Ding. Nein. Okay, was ich kann ich aber erst ein bisschen. Ja, frei ist, ob er zu hoch kommt. Ansonsten kann ich ja noch ein Stück nehmen. Ich muss ja dieses blaue Teil da berühren. Das ist eine Anpassung. Ich will jetzt, dass das so klappt soll. Kann doch nicht angehen. Oh, es ratet wahrscheinlich das Flugzeug gleich wieder dagegen werden.
Nee. Das ist immer noch. Ah, obwohl, das könnte. Da könnte wieder mit 5 km/h da hochkommen oder so, gleich. Ja. Ja, das passt auch. Das ist nur runterfahren, nicht zusammenbrechen. Und jetzt hat er so einen kleinen Jump. Oh, es hält. Wir haben es geschafft. Alter, ich weiß, es gab 40 Minuten an dieser Brücke. 40 fucking Minuten. Aber ich dachte, es sieht eigentlich ganz cool aus. Also von der Tür ist es so wahrscheinlich mit einer meiner Brücken, die am unbeschissensten aussieht. Okay, dann war es das für heute. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.